Potheads St. Pauli präsentiert Oi the Podcast. Alles klar, neue Folge Oi the Podcast. Wir waren so auch aus Corona-Gründen und diversem so ein bisschen raus. Leider, jetzt gibt es eine neue Folge und der gute Schweiger, der ja eigentlich unser Sound, nicht eigentlich, der unser Soundmann ist und der Dritte im Bunde ist, von unserem Team, aber halt nicht so in der Öffentlichkeit steht, der hat ja eigentlich auch immer viel zu wenig Lorbeeren. Und jetzt haben wir jemanden, der uns von der ersten Stunde followed, sagt man das so? Also ein Mensch, der uns seit der ersten Stunde unterstützt und hört, der hat jetzt eine Liste zusammengestellt von modernen Oi-Bands, die wir heute mal besprechen wollen, die wir ohne ihn nie auf die Reihe gekriegt hätten, weil wir uns eigentlich nicht interessieren, nicht bewegen, zu träge sind. Ja, also Eike, unser Hörer. Ja, genau, Enno. Also das Ding ist, ich habe den Kollegen angehauen. Unsere Idee war ja, dass wir jetzt, weil wir so lange raus sind aus dem ganzen Aufnehmen-Business und so, dass wir jetzt sozusagen zum Wiederreinkommen diese Folge mal uns eine Liste geben lassen, ne, von aktuellen Oi-Sachen, die wir so auch gar nicht mehr so richtig mitgeschnitten haben und so. Und ich habe dann den Kollegen Schubi, das ist, der kommt aus dem Osten von Berlin und macht das Fanzine, Moment, Neuster Fetzen. Genau, und da war er so nett und hat für die erste Ausgabe ein Interview mit uns gemacht. Hat uns sehr, sehr gefreut, sehr geehrt. Auch wenn er es geschafft hat, leider in der falschen Reihenfolge zusammen zu heften. Das stimmt, aber also gefreut und geehrt, also mal ganz, also hat uns wirklich, und also kein Sarkasmus, alle Ironie beiseite, fanden wir richtig gut. Ja, auf jeden Fall, hat auch Spaß gemacht, war gut. Naja, und unsere Idee war jetzt, ne, der Schubi, der ist halt, hatte ich immer das Gefühl, der ist ziemlich am Puls, so was aktuellen Oi angeht. Und da habe ich ihn gebeten, mach uns doch mal eine kleine Liste mit so internationalen und deutschen aktuellen Oi-Sachen, die gerade auch so, ne, die auch gerade angesagt sind, so. Und wir hören uns das mal durch und geben einfach unseren Senf dazu. So wieder so ein bisschen warm reden, sozusagen. Ne? Ja, genau. Also, ganz genau. Also, ich. Können wir das rausschneiden? Nein. Okay. Die Antwort ist wie immer nein. Gut, dann lass uns einfach anfangen. Also, ja. Genau, also vielleicht vorher noch. Wir haben jetzt, ich meine, Schubi hat uns jetzt wirklich eine Liste mit 33 Songs hingeknallt. Die haben wir uns gerade alle bei Bier gemütlich reingezogen. Wir haben jetzt nicht jede einzelne Band und er auch nicht, haben wir jetzt nicht abgeklopft auf irgendwie, ne, die sind komisch, die sind vielleicht auch irgendwie so ein bisschen halbrecht, ne, so jetzt nicht unbedingt weiter zu empfehlen. Also da können wir leider keine Hand ins Feuer legen, so, aber ich denke mal, die Leute, die das hier hören, die wissen das selber, können das selber einordnen. Vielleicht auch gerne sonst in die Kommentare schreiben, so nach dem Motto, die und die Band geht nicht, ist schwierig, bla, so, ne? Das quasi verpetzen. Also wir wissen das wirklich nicht, so, und haben da jetzt einfach diese Liste, die wir uns durchgehört haben, und gucken natürlich, was die textlich so bringen, ne, was wir raushören konnten. Aber hauptsächlich geht das natürlich um den Sound. Also, ja, wollte ich gerade sagen. Also letzten Endes, ich habe auch gesagt, naja, wollen wir da nicht nochmal in die Lyrics gehen? Oder nee, wie lange? Der Abend hat auch nur irgendwie ein paar Stunden. Das können wir überhaupt nicht machen. Und lass uns in den Sound reingehen. Und ja, und genau das haben wir gemacht. Und grundsätzlich ist Schubi ja auch einer, der da auch schon, genau, denke ich mal, das gut wir vorsortiert. Wir haben auf die Vorauswahl vertraut, ganz einfach. Und deswegen
Lasst uns starten. Was haben wir als erstes? Genau, die erste Band ist aus Buffalo, New York und heißt Violent Way. Song All Talk. Stimmt. Also ich erinnere mich. Warte mal ganz kurz. Man muss natürlich sagen, wir haben uns jetzt gerade 33 Songs nacheinander angehört und dabei Bier getrunken. Das kann ganz gut sein, dass wir jetzt auch zwischendurch nochmal kurz Pause machen müssen und nochmal die Songs reinhören müssen. Ja, auf jeden Fall. Weil wir die wieder halb vergessen haben. So. Aber wir gucken mal, wir schneiden uns das dann so zurecht. Und dann ja gut, und euch schneiden wir es auch zurecht. Genau. Also nein, aber die erste Band merkt man sich ja wahrscheinlich ganz gut. Das Cover ist so ganz klassisch. Also das liegt auch nur so online vor, was auch schon so ein bisschen seltsam anmuten mag für die etwas ältere Generation, die dann auch irgendwie gewohnt sind. Ja, man kauft sich dann irgendwie eine Single oder eine LP oder so. Aber egal. Ja, na gut, aber das sind ja so Bandcamp Accounts meistens, die wir da bekommen haben. Und du kannst da schon auch dann Vinyl bestellen, wenn vorhanden. So von Bandcamp kenne ich von diesen, nicht. Von diesen Seiten. Ja gut, egal. Also, aber wir haben da jetzt einfach reingehört. Natürlich. Genau, ist Bandcamp. Also ich habe heute jetzt zum ersten Mal dieses Bandcamp gehört, gesehen. Super. Jedenfalls also das Cover. Da steht ein Skinhead mit einem Pitbull, oben ohne, hat eine Camouflagehose an, Hosenträger und also eigentlich nicht schlecht. Alles, all the makings you need. Alle Klischees abgehakt. Ja, so. Genau, das war so das Cover von der Band, die hieß wie nochmal? Violent Way. Violent Way, genau. Und dann war das irgendwie ganz nett, aber so ein bisschen angelehnt an so metaligen Hardcore der 80er Jahre. Ja, New York. Ja, stimmt. Ja, jetzt wo ja. Du es sagst, das war so, das hatte so ein bisschen so ein, ja, so ein leicht 80er metallischen Anklang, ne? Metallisch Hardcore-Anklang. Also ja, genau. War irgendwie ganz in Ordnung, aber nichts Besonderes. Und man könnte schon fast sagen, auf zur nächsten Band. Ja, also ich meine, das ist eine, glaube ich, war eine solide US-Oi-Band. So, ne? Aber jetzt auch nichts, wo man sagt, so, Digga, was? Hammer, so, ne, sondern so solide. Das hatte ich heute eh nur ein, zweimal insgesamt, wo man so sagt, so, oh, dicker Hammer, geil. Dazu kommen wir vielleicht auch später. Also, aber, ja, also wir sind da natürlich sehr kritisch. Wir mögen eigentlich nichts, was wir nicht kennen. Das sind ja alles Bands, das war so eine Bedingung, das sind ja alles Bands, die so in den letzten 10 Jahren hochgekommen sind und bekannt geworden sind. Und das ist ja eigentlich nicht unser Metier, so, ne? Deswegen überhaupt nicht. Deswegen sind wir natürlich erstmal grundkritisch. Also, allen gegenüber, was neu ist. Ja, I like the old songs. Also, ach, Moment, eine kleine Anekdote. Also jetzt zum heutigen Podcast. Also, I like old songs von Ratchet Ones. Hört euch das an. Hammer Song. Musikalisch, textlich, ihr werdet verstehen, wenn ihr, also in dem Lied heißt es sogar, ja, und wenn ihr den Lied, wenn ihr dieses Lied 10 Jahre später hört, dann wisst ihr, wovon ich rede. Dann wisst ihr, weswegen ich die alten Songs gerne, weswegen ich die alten Songs geil finde. Genau so ist es. Und so, das war das eine, was ich sagen wollte. Genau, und dann können wir ja gleich mal weiter skippen zu dem zweiten Song auf der Liste. Und das ist auch. Nein. Ja. Was? Das ist so diese Saufamnesie oder wie nennt man das? Was hast du vergessen? Erinnert ihr euch an die Last Resort-Folge? Also die Last Resort-Folge, hört sie euch an. Die ist höchstwahrscheinlich viel spannender als die heutige jemals sein wird. Aber was haben wir da gehört? Also Eike hat mir einen Link geschickt von einem Hippie, der ein Anti-Skinhead-Song geschrieben und veröffentlicht hat. So. Und genau. Also mit der Story kommst du jetzt noch. Ja, das muss ich ja. Ich meine, die Story ist eigentlich die beste Story der Sendung. Danach könnt ihr ausschalten.
Erzähl mal kurz, Eike. Ja, ach, da gibt es gar nicht viel zu erzählen. Ich habe auch den Namen leider gar nicht mehr parat. Da hat ein Kollege von mir hat einen Song ausgegraben von 1970. Das ist war so ein britischer Singer-Songwriter von 1970. Wie hieß der noch? Ja, irgendwie so eine Hippie-Sau. Timothy irgendwas. Nee, doch, der hieß so. Ja, kann Tim, sein, Tim. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, da gab es den Song von ihm, Skinheads, hieß er einfach nur. Und der hat sich halt 3 Minuten lang über Skinheads lustig gemacht, dass sie einfach hirnlose Gewalttäter sind und seine Brüder zusammenschlagen, seine langhaarigen Scheißbrüder zusammenschlagen. Das fand er nicht gut. Dass sie mit ihren die in dem Song geht das ja darum, dass sie Hippies zusammenschlagen, sondern Greaser. Also mein Biker, Gott, ja, das ist Rocker. So. Naja, also langhaarige. Greaser sind langhaarige. Da kannst du sagen, was du willst. Ja, klar. Und naja, und ziemlich schnell wurde dann klar, das sind fast 1:1 die Lyrics zu dem Song Violence in Our Minds von Last Resort. Ne? Ja. Da geht's nämlich Great Big Boots, Great Long Laces, Jeans, Boys. Also, es war dann, letzten Endes war es so, dass wir gesagt haben, oh, Last Resort müssen uns umbringen, weil wir wissen zu viel. Und jetzt wisst ihr zu viel und jetzt muss Last Resort euch, liebe Hörer, auch umbringen. Weil die Lyrics sind bis auf den Refrain 1:1 von diesem Anti-Skinner-Song geklaut. Es ist schon, also die haben das übernommen, so als Hommage. Übernommen, ja, Hommage, ja. Ich meine, die wussten das schon wahrscheinlich, ne? Also die erste Last Resort-Hörer-Generation wusste es höchstwahrscheinlich auch. Wir wussten es nicht. Wir wurden in unserer Unwissenheit mal wieder überrascht von. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, damit die Leute das googeln können oder bei YouTube sich reinziehen können. Miles Wootton heißt der Kollege. Also Miles Wootton. Song heißt Skinheads. Und da fällt man echt aus allen Wolken, wenn man das Ding hört. Ne? Das sind echt so die 1:1 fast auf jeden Fall die Lyrics. Ja, Eike hat mir das geschickt und so, ja, hör mal genau hin. Und ich habe genau hingehört und natürlich keine Minute später schrieb ich ihm zurück, so, sag mal, was ist das? Was ist denn das? Kannst du mir das nochmal erklären? Ja, weiß ich auch nicht. Ist halt so ein Anti-Skinhead-Song aus den 60ern. Und und dann ging es schon los mit der Witzelei. Gruß geht auf jeden Fall raus an Strötzel, von dem habe ich den Link. Sehr schönes Fundstück. Das war echt. Das und natürlich an Michael Wootton, dass er einer unserer Lieblingsbands die Vokabeln so bereitwillig bereitgestellt hat. Ja, also das war echt nett. So, dann lass uns mal zu Song Nummer 2 kommen von der berühmten Shubi List. Und zwar ist das aus Holland, sind das The Young Ones mit dem Song Saturday Night. Ja, die waren sehr gut. Das war was war da drin? Da drin war The Menace, The Young Ones, die ja eine Verbindung zu The Young Ones haben, so als Lied. Zu dieser Young Ones, Menace, Fernsehserie, Song, Coverversion, also um das jetzt mal so ein bisschen so idiotisch stichpunktmäßig runterzubrechen. Ansonsten. Ja, Moment, hier ist es. Ja, musikalisch auch an Menace erinnernd. Total solide, richtig gut. The Young Ones aus Holland. Melodiös. Hört euch an. Genau, also so oldschool, melodiös. So ein bisschen entzerrte Gitarre auch, ne? So dieser Holland-Style auch so ein bisschen. Ja, total. Ich meine, ich weiß nicht, kennt ihr noch hier The Magnificent, das ist auch so eine Band, so Ende der 80er, Anfang der 90er aus Holland. Ziemlich gute Band, hatte letzten Endes nur einen Hit, meines Erachtens, und das war Becoming On Strong. We'll be coming on strong.
sagen. Das sagt mir jetzt gar nichts. Das ist also das verbinde ich mit wirklich guten holländischen Oi. Und ich finde, das schließt so ein bisschen genau daran an. Hört es euch mal an. The Magnificent, ja. Will Be Coming On Strong und von Schubis Liste, die Band von heute, wie hießen die? The Young Ones. The Young Ones, ja, hört euch beides mal an. Genau, das ist so guter Streetpunk. Ja, also, ja, ja. Ne, so keine verzerrten Gitarren, alles ganz schon 10-mal da gewesen. Solide, gute Sache. Ja. Eigentlich so, wie sie sie mögen. Genau, das kann man echt. Dann hätten wir auf Platz 3 Iena. Mit dem Song Sprofanda Labisso, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe. Die Kollegen kommen aus Florenz, Italien. Drei-Mann-Band. Auf dem Foto war, also es waren drei Leute. War nicht schlecht, war okay. Ziemlich hart, ne? Ziemlich rockig. Ja, ach so. Du hast gesagt, sehr. So 80er Jahre Heavy Metal Sound Gitarre, so ein bisschen. So 80er, ja, Hard Rock Metal Style ist er in der Gitarre auf jeden Fall dabei, aber auch, ja, also dreckig genug alles, um das noch so als Punk durchgehen zu lassen. Ja. Das gute Stimme, ne? Schön. Ja, doch, schön, war nicht schlecht. Trotzige Stimme, so. Jetzt vielleicht nicht der Oi-Sound, der uns jetzt klassischerweise gefällt, so, aber ja, hart, dreckig, also gut eigentlich, ne? Ja, doch, war ganz in Ordnung, aber ja, es ist schwer, über sowas zu reden, was man gar nicht kennt, heute zum ersten Mal gehört hat, also... Also Ausfall. Ich habe die im Suff schon mal irgendwo gehört. Ja, so, ne? Also kein Ausfall, kein totales Bravissimo. Nächstes Ding, würde ich sagen. Ja, aber also ich kann schon verstehen, dass die ziemlich bekannt geworden sind und so. Ne? Das ist schon. Ja, Sound. Sind die ziemlich bekannt geworden? Ja, ja. Also die haben guten Namen. Welches Jahr? So jetzt so ganz wirklich, ne? Neulich. 1920. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken, habe ich nicht aufgeschrieben. Aber so 1920, ne, so ganz ja, neu, so ja. Ein paar Jahre. So. Das sind alles Bands oder alles Veröffentlichungen aus den letzten so 9, 10 Jahren. Ja, so. Sogar jünger. Ja, ja, die meisten jünger, aber so Maximum. So, ne? Ja, also Italien, da passiert einiges. War schon nächste schlecht. Band. Back. So, dann haben wir die nächste Band aus Kanada und das ist Ultra Razzia. Transport au Cerveau, wenn ich das richtig. Ja, das war, glaube ich, so eine der ersten Bands, die ich ganz gut fand. Also, wo ich wirklich gesagt habe: Jo, das ist euch. Das ist so, so ganz solider Sound. Auch so eher runtergeschraubt, so musikalisch. Genau, so Gitarre, Bass, Schlagzeug. Wesentliche reduziert. So, nix überkandideltes. Böse Stimme. Ja, genau. Irgendwie angenehm, ganz gut. Aber, also das kann ich ja schon mal vorweg sagen. So richtig vom Hocker gehauen hat mich eigentlich überhaupt nicht immer so, ja, wenn du jetzt mal an die Band XY von früher denkst und an die Band, ja, das war geil. Na, das ging uns halt die ganze Zeit so, das ist jetzt auch so ein bisschen. Ja gut, du hast natürlich oft die Vorbilder rausgehört, so, ne? Ja, was ja nichts Schlechtes ist. Nö, überhaupt aber nicht. Also da überhaupt war das jetzt, das war einfach solide Sache, hat mir als erste Band so richtig gefallen, habe ich gedacht, ja, das ist mal so, das ist gut. Weiter geht's. Kanada hat ja sowieso nichts Besonderes. Kanada hat ja sowieso eine krasse Oi-Szene und Skinhead-Szene. So, ne? Da kommt ja so viel Gutes an Mucke. So. Also so richtig Schlechtes habe ich da in letzter Zeit, glaube ich, nicht gehört. Nee, aber es war ja auch. Ohne da jetzt sehr drin zu stecken. So. Nee, aber es war ja auch jetzt, das war ja auch von mir jetzt gar nicht so gemeint. Es ist einfach nur so, ja. War jetzt das Erste, was mir irgendwie so ein bisschen angesprochen hat und wo ich auch sagte, das ist eine Sache in Richtung Oi und jetzt nicht so Streetpunk-mäßig, sondern so eine Oi-Geschichte und nett, aber bla, nächstes. Dann hätten wir als an der Liste, geht's jetzt nach Sachsen,
in die DDR. Und die Band, die Band heißt East End Chaos. Song an all die Leute. Also die haben auf jeden Fall ihre Leukämie-Scheiben rauf und runter gehört. Ach ja, stimmt, genau. Die aber das ist, ey, das ist gut. Da habe ich nicht, also das finde ich total legitim. Ja, höre ich auch gerne. Und vor allen Dingen machen sie den Sound gut. Ey, was willst du sagen? Leukämie, gute Band, die eine gute Band. Also ich war echt zufrieden. Haben sie sauber gemacht. Ja, hört's euch an. Schön harter Sound. So. Harter Sound. Hört's euch an. Nix gegen einzuwenden. Nö. Aber schon so, du hörst schon raus, woher die kommen so ein bisschen. Ja, genau. Aber das sagt ja auch schon alleine plus dieses jetzt, dass die Leukämie da, der eine Typ hat ein Leukämie-T-Shirt an, der steht im Hintergrund. Aber jetzt zum Beispiel, also all diese das zeigt eigentlich, das sind bestimmt keine Corona-Leugner, keine Nazi-Idioten. Das werden einfach korrekte Jungs sein. Definitiv. Die geilen Eu machen. So, das ist einfach jetzt, was man da so alleine schon zwischen den Zeilen liest. Und das ist gut genug definitiv, für mich. Definitiv, ja. Und deswegen sage ich, ja, Jungs. Und allein deswegen muss man die Jungs da auf jeden schon Fall unterstützen. Denke ich, genau. So, dann der nächste Song, das wäre auch wieder aus Deutschland, aus Halle, wenn ich das richtig gesehen habe. Und zwar Smart Attitude, Song Stolz und Frei. Ach ja, genau, das waren die, wo auf dem Cover jetzt die Adidas Samba-Schuhe zu sehen sind, so übereinander geschlagen und die, die klangen so wie Templars. Also war gar nicht so schlecht, also obwohl ich eigentlich Templars gar nicht mehr so gerne mag, aus diversen Gründen nicht, aber mir irgendwann fanden ja alle diesen Templar-Sound geil, also inklusive mir, wahrscheinlich auch Eike, sogar möglicherweise Stali. So, ja, Templar-Sound und dann diese unverzerrte Gitarre, bla bla bla. Irgendwann war das halt auch überhaupt nichts mehr. Also dann diese ganze, also jetzt schweife ich mal ein bisschen ab. Also jetzt diese ganze Mittelalterschiene von Templar selber, dann dieses ganze an Screwdriver angelehne und so. Also das war halt irgendwann auch so ein bisschen ausgelutscht. Deswegen habe ich diese Band auch also ein bisschen ausgelutscht für mich, so weggesteckt, obwohl nicht schlecht. Ich glaube, der Text war auch ganz in Ordnung, aber naja, unverzerrte Gitarre. Ich meine, also bitte, unverzerrte Gitarre, was soll das sein? Ich für meinen Teil, also ich persönlich gehe selber wieder zurück zum Street Punk. Also ich mag jetzt selber gerne Bone Crusher, was jeder weiß, der mich kennt, und so einen lauen, luftigen, nichts, fast gar nicht da seinen Gitarrensound, also das ist nichts für mich. Das kann ich nicht ab. Ja, klar, die Geschmäcker sind natürlich verschieden, aber den Sound, den sie da machen, den machen die auf jeden Fall gut. Das haben die einfach sehr gut drauf. So, und ich finde, die machen ihr Ding auch wirklich, wirklich gut. So, ne? Das ist jetzt auch nicht unbedingt der Sound, den ich abfeiere, so ohne Ende. Aber doch, also die haben ihre Berechtigung und das, was sie machen, machen sie auch wirklich gut. So. Smart Attitude, doch, Daumen hoch. Auch wenn das jetzt nicht so unser super privater Geschmack ist. So. Auf jeden Fall. Ja, gut, darauf lasse ich mich auch ein. Aber also ich persönlich, ich mag volle Gitarren. Ne? Also das mache ich gerne auch vorwegnehmen. Das kommt hier auch heute noch ein paar Mal vor. So Leute, die diesen Templar-Sound so ein bisschen machen, das ist nix, dieser Templar-Sound. Diese dünnen Gitarren, ich kann das nicht ab. Ich mache hier Variale. So, ne? Es sei denn, man ist eine Originalband von früher, die gut so ist, wie sie ist, mit einem dünnen Gitarren-Sound.
Aber wenn es jetzt Leute machen mit dünnen Gitarrensound, verstehe ich nicht. Kann ich nicht ab, habe ich keinen Bock drauf. Ja, das ist natürlich so ein Retro-Ding eigentlich. Ich meine, ja, trotzdem. Hat seine Daseinsberechtigung. Nee, okay, für Henno nicht. Nee. Aber für den Rest der Welt schon. So, dann hätten wir als nächstes auf der Liste, geht es wieder in die USA, nach Texas. Und die Band heißt Liberty and Justice. Oh. Pressure. Also das war wirklich ein Ausreißer nach unten in alle Richtungen, ja, der kompliziert in aus, also weil eigentlich musikalisch sehr gut, aber jeder von euch kennt jetzt im Oi diese Blues und so, ja, diesen Blues rudimentären, ja. Das kommt in jedem Song irgendwie einmal vor. Ich habe jetzt nur einen Song im Kopf, den ich euch nicht hier nennen kann. Aber und diese Leute, also die machen das halt auch, die haben halt den vollen Blues und es behindert einfach nur, es ist Blues, es ist kein Oi, es ist kein Punk. Ja, Blues ist jetzt, glaube ich, auch nicht der richtige Ausdruck, ne? Ja, aber was ist denn das? Also, es ist total seltsam. Ich müsste da jetzt tatsächlich nochmal reinhören. Es ist total seltsam. Aber auf jeden Fall, also was man sagen kann, und das ist ja auch erstmal ein Pluspunkt, eigenständig. Ja. Eigenständige aber, Geschichte. So. Ja, eigentlich. Den Sound, den die machen, den hörst du auf jeden Fall. Den erkennst du wieder. Nee, so. das hab ich auch nie irgendwo anders gehört. Jemals, also das ist, also mir gefällt es nicht. Wie gesagt, dieses Blues-Ding, darüber hinaus sollte es eigentlich nicht gehen im Punk oder Oi. Und das tut es da. Es blockiert, es macht alles langsam. Es ist ein schwieriger Sound. Es ist wirklich der schwierigste Sound aus der ganzen Liste. Ich habe sowas Extravagantes noch nie gehört. Ich glaube, es ist auf Contra erschienen. Müsste ich nochmal nachgucken, habe ich nicht. Hört es euch ruhig mal an. Also Contra sind ja sowieso die wirklich auch den heißen Scheiß machen, muss man wirklich sagen. Contra Records. Ja, also ein guter Teil der Songs hier von der Liste sind wirklich auf Contra. Also hört euch den Kram bei Contra an. Würde ich schon sagen, wenn ihr was wollt, dann kauft auch bei Contra. Ja, also das gehört überhaupt. Also da aber diese Band, wie heißt sie noch? Liberty and Justice. Uah. Das war das Schlimmste für mich heute. Für mich war das heute das Schlimmste. Also auf jeden Fall eigenständig, ne? Ob man das jetzt ins Positive oder das Negative zieht, lasse ich mal dahingestellt. Aber also kein Blindkauf. Sollte man vorher reinhören. Nein, wirklich nicht. Also es war das Schlimmste heute. Naja. Okay. Ja, doch, ist so. Ja, okay, ja, gut. Für mich. Für Henno, genau. So, dann kommt jetzt Frankreich. Und zwar, die fanden wir gut, meine ich. Teenage Hearts mit Just Another Clown. Ah, die waren geil. Ja, die waren geil. Da muss man sagen, das ist... das hat Spaß gemacht. Schamlos geklaut von Police Oppression von Upstart. Das erste Song, Just Another Clown. Woher der Riff kommt, also, sollte allen klar sein. Aber ich meine, ein so gutes Lied wie von Angelic Upstarts und Leute beziehen sich auf dieses Lied so positiv. Ja, das kann ich nur mögen. Ich meine, mein Horizont ist so beschränkt. Wie könnte ich das nicht mögen? Ja. Teenage Hearts. Ja, also der Bandname, da denkst du ja erstmal so, oh, das ist so Power-Pop oder sowas. Aber das ist auch wirklich, das ist auch Straße, ne? Das hat auch seine Härte und so. Aber die Gesichter der können durchaus Melodie. So. Die Gesichter der vier Männer sehen nicht aus, als wären sie Teenager. Im Herzen. Aber das sind keine Teenager, das sind so alte Knacker wie du und ich. Ja, nee, wie du und ich nicht. Nee, noch so, jünger? So alt nicht. So alt nicht? Ah. Auf jeden Fall, das erste Lied erinnert auf jeden Fall an Police Oppression from the Upstarts. Und ich meine,
Das ist ein Lied, ja, von dem darf man klauen. Also Teenage Hearts aus Gute Band. Nantes in France. France. So, okay, also dann das nächste wäre dann Ultra Sect mit Final Conquest aus USA, California. Natürlich, ja, das waren auch so Jungs. Also da Nische so ein bisschen. Ne? Ja, da ist man wieder so, genau, die Nische, die Templer-Nische, da ist man wieder so ein bisschen so, also Ultrasekte. Und dann sind da so lauter... Den Namen finde ich eigentlich ganz, ganz geil. Ja. Ultrasekt. Ja, okay, also Ultra, ja, kannst du ja auch, finde ich. Warum nicht? Also Ultrasekte und dann sind da so ganz viele Ritterrüstungshelme auf dem Cover, wo man so denkt, so, ah ja, das geht schon wieder so Templars-mäßig, Jacques de Molay und die Templer halt und dieser ganze Schwachsinn, was ist das überhaupt? Ja, das ist so Mittelalter-Oi. Ja. Auf Mittelalter, kennt ihr die Mittelalter-Märkte mit den langhaarigen Idioten, Heavy Metal, Hörende? Ja, also das möchte man ja eigentlich gar nicht so mit unserer Szene verbinden, ne? Also da schämt man sich ja eigentlich für. Ja, naja, also ja, naja. Die Amis, die hatten halt kein Mittelalter. Deswegen müssen die da so ein bisschen das so nachspielen. Nein, wir müssen. my dear, also nein, wir müssen das ja gar nicht entschuldigen. Vielleicht müssen sie es ja gar nicht nachspielen oder müssen es auch nachspielen. Also auf jeden Fall, also wir haben ein Lied von dieser Scheibe Also, Moment. Ja, das ist Final Conquest, dieser Song, genau. Final Conquest, dieser Song. Und dann gab es noch dann gab es ja noch dieses andere Lied. Da haben wir gesagt, ja, okay, das ist wieder dieser Templer-Verschnitt, diese unverzerrten Gitarren und man singt übers Mittelalter. Man fragt sich eh, wieso singen New Yorker schwarze Kalifornien, übers Mittelalter? Kalifornien. Nein, bei den Templern. Ach so, okay. Wieso singen New Yorker schwarze übers Mittelalter? Und machen dann so ihre Band da drauf, bauen so ihren Bandmythos da drauf auf. Das gleiche fragt man sich ja, natürlich in Kalifornien. Ja, okay. Ey, jede Band braucht ihr Gimmick. Ja, ja, so, ist das, auch scheißegal. Ich finde das schon in Ordnung, oder nicht? Kann man doch machen. Hör auf, ich komme ganz aus dem Konzept. Wir haben so lange nicht mehr zusammen. Ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr. Naja, jedenfalls. Das können wir machen. Ja, also, das erste Lied, nein. Das, nee, wir müssen auch was Gutes über die Band sagen. Sagen wir ja, das erste Lied... war dann noch so ein bisschen so, und Templars und Jacques de Molay und was für eine Scheiße. Aber der zweite Song, da hat man gehört, ja Mensch, die kommen aus der San Francisco Bay Area. Das war einfach so, das war so San Francisco Bay Area und Orange County. Also das war... das war eigentlich so richtig geil. Soundmäßig. Fast schon so Orange County Sound, ja. Ja, also wirklich gut. So. Guter Sänger auch. Ja, guter Sänger. Guter Sänger, so. Also klar, ne? Nische so, ne? Mit ihren Themen muss man nicht mögen. Aber auf jeden Fall soundmäßig so fand ich die eigentlich. Also das zweite Lied so war sehr gut. Das war wirklich. Ja, das war wirklich so ein bisschen Orange County-like. Sie kommen aus San Francisco. Sag mal, jetzt ist das überhaupt so auf der Karte so beieinander? Ja. San Francisco und Orange County und nicht, diese ganze. Nicht wirklich, nicht wirklich. Aber. Keine Ahnung, also ich bin jetzt nicht so der Geograf. Aber Kalifornien ist groß, aber ich denke mal, die Szene, die befruchtet sich da schon gegenseitig. Ob das nun die Bay von Los Angeles ist oder die Bay von San Francisco. Ich denke mal, man kennt sich und soundmäßig hört man das auch. So. Ja, also da seht ihr mal, wie wir hier arbeiten. Ne? Ja, das könnte so sein, das könnte auch so sein. Wir hoffen mal, dass es so ist. Ja, und so. Also man muss natürlich auch jetzt nochmal ganz klar sagen, wir haben diese Songs jetzt ohne jedes Vorwissen uns durchgehört. Ne? Also, ja, aber wir könnten schon wissen, wo Kalifornien, ja, aber San Francisco, wo das andere jetzt, da ist. Ne, die meisten Bands kennen wir nicht. Von den meisten Bands wissen wir nicht, mit wem die rumhängen. Und wollen wir auch nicht kennen. Kennen wir nicht und wollen wir nicht kennen. Aus welchen Szenen die kommen und so. Das müsst ihr uns nachsehen.
das geht jetzt wirklich für uns jetzt hier erstmal um den Sound. So, ne? Ja, auf jeden Fall. Also das ist, bei uns geht es um Musik. Genau, also Ultrasect, Stichwort Mittelalter, oi. Why not? I know why not, because it's obskur, schwach, gut. Scheiße. Also wir bleiben jetzt erstmal in den USA. Ja. Jetzt geht's an die Ostküste. Und zwar nach Philadelphia. Legion 76. Oh, Song, ja. Song Words Decay. Ja. Also die waren ja, da kann man ja auch schon wieder nichts Gutes dran lassen. Die waren ja so gut, die waren ja schon wieder schlecht. Also das ist ja... Zu gut. Nein, also da war ja wirklich... Ja, was haben wir daran kritisiert? Was mochten wir daran nicht? Ja, also das war gut. Natürlich, das ist eine gute Band. Die verstehen Oi, die beherrschen ihre Instrumente. Das war zu glatt. Die haben guten Sänger. Aber genau, das war einfach ein bisschen zu... Ein Tick zu sauber, ein Tick zu gut eingespielt. Da fehlt so ein bisschen die Reude, da fehlt so ein bisschen der Dreck. So, es ist natürlich jetzt auf hohem Niveau kritisieren, so, ne? Aber das ist das Einzige, was wir da sagen können. Ne? Das ist eine 1A-Band offensichtlich. Das ist eine Pop-Band, also das ist. Pop? Ja, so irgendwie so. Also ich meine. Ich habe das, das ist genauso das Phänomen, ich habe das auch in Podcasts hier bevor kritisiert, also jetzt so einen alten Podcast von uns, die wir vorher schon gemacht hatten, wo ich irgendwann mal so gesagt habe, so, ah ja, dieser ganze Deutsch, oi, und dieser Rock und dieses Gejammer und dieses Überproduzierte und gut Produzierte und diese musikalisch so einwandfrei, also so sehr verurteilen würde ich sie nicht, aber ah, doch. Also so ein bisschen leider gehen sie so in diese Richtung. Ich meine, das ist eine gute Band, alles gut gemacht. Das Lied, was wir gehört haben, sehr gut. Ja. Hat uns gefallen, aber es war so sauber, so... Ah, es war einfach langweilig irgendwie. Also wir werden halt nervös, wenn wir nichts zum Kritisieren haben und dann suchen wir uns natürlich was. Ja, nicht nur das. Also wir mögen halt unsere alten Sachen. Und wenn irgendwas nicht so klingt wie unsere alten Sachen, dann mögen wir es nicht. Also so ein bisschen, also wir sind da halt auch schon sehr, sehr borniert. Naja, aber ich kann schon verstehen, wenn die Leute das mögen, das ist wirklich aber handwerklich, ist das über jeden Zweifel erhaben. So. Aber das ist ja in unserem Genre ist das ja nicht alles. Ne? Das ist so ein bisschen Feeling und so ein bisschen Straße und ne, so ein bisschen echt sein, so das gehört natürlich auch dazu. Ne? Ja, genau. Aber na, wir kennen die nicht. Vielleicht sind das auch ganz harte Motherfucker, so die uns richtig die Fresse polieren würden, wenn wir vor der Bühne stehen würden und sagen würden: Hey, ihr seid aber ihr Poser. Batsch, batsch, batsch. Weiter geht's. Ja, also Legion 76. Ja, also. Die haben es drauf. Okay, nächste Band. Ja, die haben es wirklich drauf, aber wir mögen es nicht. Nächste Band, da kommen wir unserem Geschmack schon viel, viel näher. Ja, sag mal. Wir bleiben in den USA, wieder zurück nach Kalifornien, an die Westküste. Criminal Outfit. Ah, die waren geil. Alter. Ja, was? Das als erstes, die Bandcamp-Seite aufgemacht, das Cover. So richtig geil assi, so richtig schlecht gezeichnet. Ja, so wie die Dalton, so Averell Dalton im Kostüm, so gestreifter Anzug, ne? Also ich hatte sofort das Gefühl, oh. Ja, so, oh, ja, das stimmt. Das könnte was sein. Da hatte Eike wirklich, also das könnte musikalisch wirklich genau unseren Ansprüchen entsprechen. Also das, ich glaube, das... Mit anderen Worten, das könnte musikalisch nieder genug sein. Und dann haben wir es aufgemacht. Also ich meine, das war eine EP mit drei Tracks, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wir haben uns angehört, oder auf der Liste ist der Self-Titled Song Criminal Outfit. Und den haben wir sofort gefeiert. Ne? Der war schon geil. Wir haben uns sofort angeguckt und so, was? Also das war schon so, genau, das ist auf jeden Fall 80er, 90er Sound und
Unbeholfen, stümperhaft. Und auch, ich weiß, keine Ahnung. So humpelig halt. Keine Ahnung, ob das Absicht war von Schubi, aber das sozusagen direkt nach Legion 76, wo alles auf Hochglanz poliert ist und so, ne? Und das ist so ein richtiger, du hörst richtig, die können auch gar nichts anderes spielen, selbst wenn sie wollten. Ja. Also und aber dabei so total angenehme Texte auch. Total. Also so richtig. Ja, da verteilt man einfach einen Pluspunkt. Also geiler Oi. Ja, auch wirklich rotzig, ne? Auch eher mit Tempo, ne, mögen jo. Wir eh, ne? Natürlich. Und auch echt so, also jetzt kein richtiger Keller-Sound, aber schon so, du hörst schon, die spielen das schon wirklich an den Grenzen ihrer technischen Möglichkeiten. So. Genau, wie gesagt, und sie können auch nicht anders und sie machen das so und sie haben total Bock, da im Proberaum rumzuknüppeln und ja. Also, ja, im Prinzip genau wie wir früher. Da haben wir gesagt, das ist geil. Also Leute, nochmal, wie heißen die? Criminal Outfit. Criminal Outfit, Kalifornien. Kalifornien. Hört euch das an, das ist auf jeden Fall das, was jetzt hier so, ja, das ist schon so, was wir jetzt so highlighten würden, ne? Also wir highlighten das jetzt mal so, ne? Ja, also war eine positive Überraschung. Warte. So, kurze Pisspause und weiter geht's. Hanno, die nächste Band, die wir jetzt haben, ist wieder USA und zwar Hammer and the Nails mit Controlled Rebellion. Ja, das war ja auch eine total schreckliche Sache. Also das Cover, irgendwie so ein Mittelalter-Typ, der mit einem Hammer auf die Welt haut. Was ja alles noch nicht unbedingt irgendwas zu heißen hat. Also an Covers würde ich die Band nicht bewerten, aber also das war musikalisch auch einfach nur schrecklich, so eine Mischung aus Heavy Metal und also irgendwas oder nur so Heavy Metal und mit so Hardcore gepaart, also nee. Ja, also das hatte auf jeden Fall so einen ganz eigentümlichen Refrain, ne? Das ist so ein komischer Sound. Also alles daran war merkwürdig. Kann ich gar nicht so richtig festmachen. Also war nicht unser Sound, ne? Aber absolut nicht, gar nicht. Null. Hat nichts für meinen Geschmack überhaupt nichts mit euch zu tun. Das war eigentlich nur Scheiße. Also ich müsste jetzt tatsächlich nochmal reinhören, aber der Refrain, das war auch irgendwie so, wie war das? Das war so, keine Ahnung, das war dann plötzlich so ein bisschen, wenn ich das nicht verwechsel, war dann plötzlich so ein bisschen Wave-mäßig oder so ganz ja, komisch. Ja, das ist das, was du darin so rein interpretiert hast. Ja, also, das hätte ich darin nicht so rein interpretiert. Nee, stimmt auch nicht, aber ein bisschen, auf jeden Fall sehr eigen. So, es war scheiße. Also es war wirklich der letzte Dreck. Hört es euch nicht an. Doch, hört es euch an, auf jeden Nein, Fall. Nein, verzichtet drauf. Ich bin dagegen. Okay. Okay, also Hammer and the Nails, eigentlich ein guter Bandname. Und auch, das war auch ein guter Sänger, meine ich. Ja, könnte, ja doch schon, aber nein, es war alles eigentlich scheiße. Trotz guter Sänger alles. Es hat nichts gebracht, es war einfach nichts. Nee, war nicht unser Sound. Nee. Nicht unser Sound. Nee. Sorry, Jungs. Aber nicht unser Ding. So, dann als nächstes auf der Liste ist die Ami-Band Battle Ruins mit Regain and Conquer. Und da weiß ich schon, die sind wohl politisch nicht ganz koscher, ne? Da war irgendwie was, so ohne jetzt genau das nachgeguckt zu haben, aber die so, ne, nur schon mal so vorweg irgendwie. Also war das, wo wir gesagt haben, so im Vorabgespräch, so von wegen so, naja, das ist so Rogorama, Screwdriver zwischen. Ja, also ja, das Cover. Ja, genau, dieses hässliche Cover. Das hässliche Cover mit Helm und Axt und hin und her. Das, ja, so dieser Wikinger-Scheiß. Ja, ein bisschen unappetitlich. So.
Soundmäßig gehen die so in so eine Mischung aus Oi und so frühem britischen Heavy Metal. So. Also bei den Kommentaren hieß es dann ja auch so, ja, so ein bisschen verächtlich, auch irgendwie ganz witzig. Das fand ich ja so ganz cool von diesem Kommentator. Ich krieg's nicht mehr zusammen, aber er hat sich dann ja auch so ein bisschen lustig gemacht und so, ja, hier kein harter Oi-Sound, aber so Judas Priest mit zwei Gesängen. Also irgendwie ein ganz guter Rocksound. Also eigenständig, ne? Also die Idee gut, ja, so, ne? Aber das funktioniert an sich auch ganz gut. Aber dieses ganze Drumherum und das Image und das Plattencover und so, die schielen da schon sehr in so komische genau. Ecken. So, was du schon gesagt hast hier, so mittlere Rockorama-Phase so mäßig ein bisschen. Ja, ne? nur mit halbmuskulösen Wikingern. Ja. mit schiefer Brustwarze, weil der Zeichner nicht zeichnen konnte. So, also so die Rockorama-Cover halt. So, ja, ne? Also, naja, okay, da reden wir jetzt auch gar nicht mehr so viel drüber, weil die sind wohl nicht ganz koscher. So, dann die nächste. Ja, Moment, wie fanden wir sie denn jetzt vom Sound? Ganz neu. Also eigenständig und eigentlich hat das funktioniert das ja, auch ganz aber, gut, finde ich. Ja, genau. Und die Mischung aus Oi und so. Aber es stimmt auch, Priest. Es stimmt auch, was der eine YouTube-Heini gesagt hat, so ja, das ist schon so ein bisschen Judas Priest-mäßig, ne? Also ja, so, ja. Das funktioniert so. Ja, man muss das halt mögen, aber das die trauen sich was und die sind, das ist eigenständig, also da kann man, warum nicht, so, ne? Aber wie gesagt, also wenn es komische ganze, Leute sind, kann ganze, man sehr oft sagen, warum nicht. Das Ganze drumherum, das schließt die dann wohl aber auch einfach aus. Genau, also genau. Wir mögen es eigentlich so, eigentlich deswegen, mögen wir es nicht. Deswegen Haken hinter und nächste Band. Das wäre dann aus London, England, Crown Court mit dem Song Sect 59. Also, das war ja wieder so, da ist klar, ja, da machen Engländer Musik. Das war einfach geil. Also so von Nick, also gar nichts Besonderes, aber du hörst gleich solide, gut, so richtig Punkrock-Sound. Also ja, genau. Keiner muss sich verstecken, ist sofort klar. Relativ schnell so. Ja. Sehr punkig irgendwie. Also jetzt nicht so der stumpfe Oi. Den wir gerne hören, so, ne? Das ist schon recht punkig schnell, so. Aber völlig, also solide, ne? Total. Ey, total. Es ist halt einfach, du merkst, ja, da kommt eine Band aus England, die macht irgendwie was neu, jetzt auch in den heutigen Jahren. Und man muss sich da eigentlich keine Sorgen machen, dass da irgendwas so vor sich hin humpelt und total daneben ist und musikalisch total langweilig, sondern einfach, ey, da machen Engländer Punk und fertig. Ja, so, schnell, das, tight, das, wie man so schön sagt. Ja, kein Wunder, dass das da hat man wieder so gedacht, ja, kein Wunder, dass das Ganze irgendwie da angefangen hat. Also das ist einfach so. Ja, da muss man einfach mal wieder dieses England irgendwie so loben. Also ja, die Jungs wissen, wo sie herkommen. Genau, da kommt irgendwas heimlich, still und leise daher, ganz unprätentiös und es ist auch nicht super. Es ist nicht spitze und nicht herausragend, aber es ist gleich von vornherein von sowas von solide. Ja. Da kann sich jede Band aus Europa einfach sofort was abschneiden, weil die kriegen das nicht so hin. Alleine, die würden wahrscheinlich alleine schon nicht so ein Studio finden, die das so für die abmischen. Oh, ihr wollt Punk machen. Ja, ja, genau, wir wollen Punk machen. Ja, nee, aber ich glaube, heutzutage ist das in England, in London schwerer, so ein Studio zu finden, als auf dem Kontinent, ehrlich gesagt. Naja, weiß ich nicht. Die haben es halt gut gemacht und viele andere haben es nicht so gut gemacht. Ja, das stimmt. Also Crown Court, ja, also, dass sowas noch aus London kommt. Ja, mögen wir, fanden wir ganz gut. Hut ab, warum nicht? Fanden wir nicht schlecht. Ja, so, dann als nächstes geht's nach Frankreich und Bromur.
Place du Tetre. Also das ist ja von meines Erachtens gleich abgeschrieben. Also Leute, da kommt ein Saxophon drin vor. Sind die doch? Das? Ja, das stimmt. Schon. Also, wollt ihr da noch weiter hören? Also Saxophon, bitte. Feierabend. Ja, da ist bei uns so eine gewisse Grenze überschritten, ne? Irgendwie. Also nichts gegen die Kollegen hier von Stage Bottles. Nein, das sind gute Leute. Aber, mögen wir. Ich mache auch musikale Stage Bottles, aber auch weil ich sie kenne und so, aber nee, also echt. Nee, Saxophon. Also die letzte Punkband mit Saxophon, die ich mochte, war X-Ray Specs. So, und dann danach kam dann aber auch. Schon lange her. Ja. Nee, also weg damit. Amür. Ich meine, das Drumherum, um das Saxophon herum, ist alles gut. Ja. Guter Sänger, die wissen, was sie tun. Ne? Das ist wirklich sehr solide, aber sorry, Jungs, Ausschlusskriterium, Saxophon. Weg damit. Nächste Band. So, und dann geht's nach Dänemark, höchstwahrscheinlich. Trench mit dem Song Riot. Ach, fand ich gut. Also weiß ich nicht, also ja, fand ich gut. Jetzt ich meine, man muss sich echt fragen, gibt es überhaupt eine, also das ist Streetpunk, ne? Skandinavischer Streetpunk. Und mal ehrlich, habt ihr schon mal eine schlechte skandinavische Streetpunk-Band gehört? So, das Problem ist einfach nur, dass die halt auch alle relativ ähnlich klingen. So, ne? Und das ist so ein Sound, den hat man schon dutzendmal gehört, so ein bisschen. Ja, wobei ich fand jetzt schon, das war schon so ein bisschen spezifischer Oi-Sound. Schon ein bisschen härter, ne? Ja, fand ich ganz gut, echt. Also würde ich empfehlen, hatte ich jetzt sogar auch vor dem Podcast, bin ich selber sogar mal durch Zufall drauf gestoßen und habe ich auch gesagt, ach, das ist ja mal wieder eine Sache von modernen Bands, die ich gar nicht so schlecht finde. Also ja, also nee, das ja, finde ich ganz okay. Kann man sich anhören. Daumen hoch von Oi, the Podcast. Würde ich sagen, ja. Daumen hoch. Doch, okay. Ja. Trench mit Riot. So, dann als nächstes haben wir The Upset aus Spanien mit Destroy Everything. Ja, das waren die diesen Ami-Sound hatten. Ja, genau, haben wir so gleich vom ersten Anhören eigentlich ganz gerne gemocht. Du machst die Bandcamp-Seite auf so und dann siehst du erstmal als erstes, komm aus Spanien und dann geht ja sofort die Schublade auf. So, spanischer Oi-Sound, spanischer Streetpunk-Sound. So. Sí, claro, kein englisches Gesang. No, mehr. Aber nee, überhaupt nicht. Ne? Nee. Die Jungs, die haben auf jeden Fall ihren Ami-Oi und ihren Ami-Streetpunk inhaliert. So. Ja, also wir dachten eigentlich, das ist ja so ein bisschen so, wenn ihr jetzt bei uns so ein bisschen die Stange gehalten habt. Unsere zweite Folge Ratchet Headache Records, so ein bisschen so, das war wirklich so sehr in diese Richtung gehend. Da waren die... Ja, da waren die eigentlich genau so dabei. Ja, also wirklich, ne? Eine spanische Band, die einen richtig guten Ami-Sound macht. Diesen 90er Ami-Sound. Wir waren positiv. Ja, genau. Positiv überrascht. Doch, wirklich. Also, ne? So. Ich meine, spanischer Oi-Sound oder spanischer Street-Punk-Sound, wollen wir da noch ein paar Worte drüber verlieren? Das ist ja eigentlich im Allgemeinen nicht so ganz unsere Baustelle, ne? Gar nicht. Also ich, das hatte ich ja jetzt eigentlich im Vorgespräch schon mal gesagt, ich hatte jetzt mal so einen Ordner angelegt seinerzeit, der hieß, kann man das wirklich so, der hieß Spanisch, Italienisch, aber gut. Also da war gar nicht so wahnsinnig viel drin, könnt ihr mir echt glauben, so, ne? Also jetzt ohne da rassistische Ressentiments und so, ne, so ganz, also ich bin da nicht so sehr dafür, aber als ich das gehört habe, dachte ich so wirklich, ja, das sind Leute, die orientieren sich an den New Jersey Sound der 90er Jahre und das machen die auch nicht schlecht. So, das kann man wahrscheinlich so als Abschluss sagen, ne? Ja, doch, wirklich. Gute Band.
The Upset Destroy Everything. Dann als nächstes, das war nicht ganz klar, wir glauben, die kommen aus Belgien, aber ihr könnt uns da gerne eines Besseren belehren. The Janitors mit Backstreet Diddy. Ah, ja, was? Das war auch was ganz Gutes. Das war auch nicht schlecht. Also ja, das mochten wir irgendwie ja, auch. Was auch war gute, das? Gute in Erinnerung. Das war so, ja. Backstreet Diddy. Klassischer Streetpunk, so, ja, so recht Rock'n'Roll. Janitors, also ja, die Hausmeister, wo recht, wir nicht so her genau, wussten. Genau, recht also, rock'n'rollig so, ne? Genau, und die machen auch so sehr auf Hausmeister. Also so, da ist immer auf den Covern ist immer einer, der putzt und Rücken gebeugt und putzt. Und das ist dann wohl der Janitor. Ich glaube, ja, das war so ganz fröhlich, ja, also das war so ein bisschen so ja. Streetpunk, so. Das ja, war ja. ganz geil, das ja. war nicht schlecht. Technisch ja. gut. Ja, doch, technisch gut. Gute Band. Ja. The Janitors. So, dann als nächstes, und da muss ich gleich sagen, Alter, ich hoffe echt, dass das keine rechte Band ist, ne? Weil das würde ich echt schade finden, Alter, weil die haben wir richtig gefeiert. B-Squadron. Ah, B-Squadron. Mit dem Song also das sind Saturday Soldiers. Das sind für mich die absoluten, das sind die Eu-Favoriten, Eu-Highlights aus dieser ganzen gesamten Liste. Vom Sound her genial. Von wie von vor 20 Jahren einfach... Also das ist für mich... Das ist genau der Song, ja, genau der Sound, auf dem wir stehen. Ne? Sowas kannst du überhaupt nicht faken. Die haben, uns genau ins Herz getroffen. Das kannst du überhaupt nicht faken, das ist so... Die Jungs kommen aus England? Da, genau, das sind Engländer, das ist... ja, ich weiß nicht, wie man das... Ich kann es nicht... Ja, das ist so, das ist dieser... Das ist einfach früh 80er... Sound von früher. Sound. So, ja, so richtig... Sehr hart, ja, sehr richtig böse, ja, sehr, sehr minimal musikalisch. Sehr minimalistisch. Also gar nichts. Sehr stampfend, so geil. Ja, richtig, wirklich richtig geil. Gut. Also das ist wirklich, also Leute, ihr hört's, das ist so von der musikalischen Herkunft her, wenn ihr da mal Fragen habt, das ist, wo wir herkommen. Solche Sachen mögen wir. Das ist genau das. Also das ist eigentlich fast der Favorit der heutigen Liste, oder? Und deswegen sage ich ja, ich hoffe echt, Alter, dass das irgendwie keine Grauzonen-Heinis sind oder so. Das wäre richtig schade. Ja, also wir finden die auf jeden Fall richtig geil. B-Squadron mit Saturday Soldiers. Ne, natürlich auch ein schöner Fußball-Violence-Song und so. Ich meine, die haben selbst sich dieses Bild, was bei den Videos bei YouTube ist, dieses Icon-Bild, so nennt sich das vielleicht, so ungefähr, ja. Das ist ja sogar so ein 80er-Jahre-Bild. Ne? Also, die wissen schon genau, was sie da machen und ja. Also. Ah, der Sound, das ist einfach ja, das ist ein geiler Sound. Der hat uns gekriegt. Das ist Fall. Einfach ein geiler Sound. Beide Daumen hoch. B-Squadron. B-Squadron. Hammergut. Jo. Da sind wir dabei. Da gehen wir mit. So, dann als nächstes, so ein bisschen andere Ecke. Das geht in die USA. Victimized Youth mit Moral Killer. Was war das denn noch? Das war... Die Band hat sich da zwar so als Oi-Band hingestellt, aber das ist schon eher so ein früh 80er Hardcore-Sound, so, aber als, das ist das Weißfoto. Ja, genau. Ach, die, genau. Die waren gar nicht schlecht. Die ja, genau. Gut, die waren gut. Ne, was hatten wir da für Assoziationen gleich? So Sachen wie Negative Approach. Ja. Artificial Peace. Artificial Peace. Solche genau. Sachen, ne? So früh 80er. Langsamer Hardcore, der noch nicht so ganz wusste, ob er Oi ist oder ob er Hardcore ist oder so. Oder Punk ne? oder so. Ja, ja. Genau. Ne? Also so. Nicht schlecht, ganz gut. Ja, wirklich. Also ne, kein klassischer Oi, wie nee, gesagt, das ist eher so nicht. Früher Hardcore, aber doch, wirklich. Also gefällt. Mhm. So, ja. Aber ist natürlich kein Oi und ist nicht B-Squadron. Genau, das ist es nicht. Also...
Also, da haben wir so ein bisschen, ich meine, gut, wir mögen natürlich auch ganz viele, oder nicht ganz viele, aber so ein bisschen viele unterschiedliche Sachen. Da sind wir natürlich dabei, aber und das würde es gerade noch so abdecken, was uns irgendwie interessiert. Ja, definitiv. So, ja. So ja, du kannst das auch immer noch als Oi-Chor oder sowas durchgehen lassen. Das ist schon in Ordnung. Das passt. So, dann als nächstes auf der Liste geht's wieder zurück nach Frankreich. Und das ist Skelett. Ah. Mit, warte mal, Tentativ. Ja. Domosid. Ich kann kein Französisch. Ja, macht auch nichts. Also wir waren nicht so sehr angetan davon. Das war so ganz nett und man hat gehört, das sind Leute aus dem Umfeld von Paris, ne? Die kommen aus Paris. So, genau. Aber es war. Man merkt schon, aus welchem Sumpf die musikalisch kommen, so. Und das ist auch solide. Ich habe die auch mal live gesehen. Ich war leider so voll. Ich kann mich da nicht mehr so richtig dran erinnern. So, aber ich weiß noch, der Sänger von Skelett, der hat ja auch eine ziemlich, ziemlich taffe Stimme und so. Aber auf der Bühne war das eher so ein Männchen. Und das, du hast gesagt Lauch. Das passt. Du hast gesagt Lauch. Ich finde, das passt immer nicht so gut zusammen. Aber na, und dann noch so, ich meine, die Schiene war auch so ein bisschen Horrorpunk. Und ich meine, Horrorpunk, mein Gott, was soll das sein? Das ist doch nichts. Das ist doch nichts für uns. Das ist doch nichts real. Ja, also ich fand's okay. So, na gut, also ich habe nur gehört, ich habe nur Hörensagen, ich bediene mich nur aus dem Hörensagen. Ja, das hat Eike jetzt, der jetzt quasi noch eher ein positives Wort für diese Band. Hallo, du musst auch immer sagen, die verstehen auch ihr Handwerk, Alter. Die wissen, was Oi ist und die können das und alles. Ja, die wissen, was Oi ist, aber das sind halt Skelette. Dünne Männchen, die. Also, oder? Darf man sowas überhaupt noch sagen? Keine Ahnung, wir werden es erfahren. Ihr seid zu schwach, zu dünn, zu skeletthaft. Ihr könnt keine ordentlichen Skinheads sein. Nein, also seit ich das alles gehört habe und dann noch dieses Horror-Thema, da war es für mich abgeschrieben. Weg. Okay, jetzt als nächstes kommt so ein kleiner Deutschland-Block. Und zwar geht's nach Freiburg. Wie heißt das da? Schwarzwald. Die erste Band ist Bomber 19 mit dem Song Ihr kotzt uns an. Ach, die mochten wir gerne. Also jetzt haben wir schon gehört, das ist ein Kunstprojekt von Leuten, die eigentlich ein bisschen reflektierter sind, ein bisschen mehr auch musikalisch können. Genau, das ist so ein gewolltes Lo-Fi. So ein gewolltes Lo-Fi. Mit nur Kassetten-Releases und ja, so. Ne? Hört ihr das? Das ist schon so sehr, sehr, wir wollen jetzt hier unbedingt Underground sein. Wie sich mein Freund aber gut gemacht. Geil gemacht. Gut gemacht. Wirklich gut. Richtig gut. Also für uns, das war eigentlich so ein zweites Highlight mit diesen, mit den B-Squadron Engländern. Ja, du fühlst dich sofort nach heimisch. Deutschland 86 so zurückversetzt, ja, zeitmäßig. Es war einfach schön. Da. Also auch jetzt lustige Texte, sag ich mal. Ne? Muss jeder selbst wissen, wie lustig er die findet. Aber also der Sound, der hat uns auf jeden Fall bekommen. Ja, doch, doch. Also, hat er. Schönes Projekt. Hat er, also es war schon genau in unsere Kerbe. Genau, also das war dann halt auch irgendwann, wo man dann so weiß, so ja, das wird auch extra so ein bisschen so abgefeiert. Da war es schon fast auch ein bisschen zu viel. Ja. Die Stimme, also der Gesang so ein bisschen zu sehr auf Hall und Echo und Keller und so. Aber okay, also. Nee, aber Hut ab, kann man machen. Das nein, so. Nein, da würde ich niemals was drauf kommen lassen. Fand ich sehr gut, hat mir sehr gefreut. Sehr, ja, wirklich. Also gefreut hat mich. Schönes Ding.
Schön englische Band. Und das hat mich gefreut. Das war so, ja, das hat mich wirklich gefreut. Genau, und dann gleich als nächstes bleiben wir in Freiburg und zwar Brutal Bravo mit Über alles. Ja, fand ich nicht sehr gut. Man sagt ja, dass also dieses Umfeld von diesen Bomberleuten und so, das ist ja alles so ein bisschen so das. Also ich fand es nicht gut. Allein das Wappen mit diesem Drachentöter. Da hast du gleich wieder deine Mittelalter-Assoziation. Ja, da hast du gleich wieder meine Mittelalter-Assoziation und dann so. Sind sofort die Schotten gleich bei Hanno dicht gegangen. So, ja, so warum, was soll das? Und ja, wir. Also man kann ja darüber. Wenn man jetzt einmal sagt, ja, wir machen jetzt diese Mittelalter-Geschichte irgendwie so. Nein, machen die ja nicht, Henno. Und wir haben jetzt gerade so diesen also jetzt hier, wie hießen diese Amis noch? Ja, also das ist jetzt kein Mittelalter-Oi. Nee, so genau. Darfst du das nicht verkaufen. Nein, aber so, ich mag sowas überhaupt nicht. Also ich mag sowas einfach nicht. Ich finde, es hat auch überhaupt keinen Bezug zur Oi-Szene. Jetzt Templers, Jacques de Molay und diesen ganzen Scheiß. Ich fand das schon immer seltsam. Was soll das? Das ist so ein. Ja, wir haben jetzt ein Image und wir machen so ja, image-mäßig aber, ey, was. Ganz ehrlich, das hat jetzt echt nichts mit der Band zu tun. Nein, aber. Also, ne? Naja, wenn sie so. Nein, hat es auch nicht. Nee. Also, wenn sie ein Label damit machen. Also das nervt mich. Ja, aber lass doch mal über die Musik reden. Mir ist das ein bisschen zu rockig, vielleicht. So, mir fehlt da so ein bisschen der Punk, aber das ist natürlich Geschmackssache. Ja, der Punk fehlt total, aber du hast recht, ich bin total ausgerissen auf dieses komische Mittelalter-Thema. Ja. Tut mir leid, aber ich mag's nicht. Das ist schon schnell asozial und so, ne, und hart. Das passt alles, aber ein bisschen wenig Punk, so ein bisschen viel so Hardrock oder Rock oder wie man das auch immer nennen will. Ja, irgendwie so ein bisschen so. Also gut gemacht, aber nicht so ganz unser Geschmack. Nicht so ganz unser Geschmack. Tatsächlich. So, und die nächste Band aus derselben Stadt, also ich weiß gar nicht, sind das dieselben Leute oder wahrscheinlich. Es wird Überschneidung geben. Ja, keine Ahnung. Das sind da die Gewohnheitstrinker mit dem Song 74.000. Ja, das ist nochmal eine Portion deutschpunkiger auf jeden Fall. Besser gespielt, definitiv. Ja. Also alles. Also beim Gesang hatten wir beide gleich so ein bisschen Willi Wucher und Fisch im Kopf. So. Was ja nicht die schlechtesten Referenzen keine sind. Keine schlechte Referenz. Am Mikrofon. Und auch die Texte auch so. Ja. Ich hab auch so ein bisschen an Lokalmatadore denken müssen. Aber da kann ich mich auch täuschen. Das war jetzt nur so, was ich da jetzt assoziiert habe, wie man so schön sagt. Ne? Ja, wir haben dann auch relativ schnell einfach gesagt, lass mal aufhören, stopp und ist auch gut. Nicht schlecht, gut, eigentlich sogar besser auch als anderes, was wir gehört haben. Definitiv. Den also, Abend, aber so. Technisch kannst du da überhaupt nichts sagen, ne? Ja. Aber es ist halt so, dass die kommen schon so aus diesem süddeutschen Deutschpunk musikalisch, ne, oder? So ein bisschen, würde ich schon sagen. So, ja, also warum nicht? Geschmackssache, aber kann man machen. Ja. Ne? Dann gehen wir mal direkt zur nächsten Band weiter. Das wäre dann aus England, Concrete Bollocks mit dem Song Better Britain. Ah, das war auch nicht schlecht. Ja, das fanden wir gut, ne? Ich meine auch. Das fanden wir ganz ich mein gut. Auch, ne? Das war so ein bisschen eine räudige Aufnahme, ne? Kann ja, das sein? Ja. Aber das war auch solider Sound. Ne? Ja, war ganz okay. Weiß ich auch nicht mehr. Wir haben nachher irgendwie gedacht. Müssen wir da lieber nochmal reinhören? Ja, vielleicht doch schon, ja. Okay, wir hören nochmal ganz kurz rein. Jo, da sind wir wieder gerade nochmal in den Song gerade reingehört. Better Britain. Schön räudiger, früh 80er Oi-Sound, so, ne?
Definitiv. Also wenn man das jetzt ein bisschen böse ausdrücken würde, dann ja, schon so ein Rackshauen, ne? Ja. Also, ja, ein Rackshauen. Was soll ich sagen? Ja, da kann man auch nur sagen, hoffentlich sind das keine Grauzonen. Genau, also wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir würden sowas auch nicht promoten. Nur weil eine Band sich so anhört, heißt das nicht, dass sie so ticken. Ja. Genau, aber also soundmäßig unser Ding. So. Das fanden wir gut. Ja. Also das war auch so wieder eine der so, wo wir sagt, ja. Eine Schön. Der Bands, wo wir gesagt haben, ja Mensch, das ist ja so wie so ein Sound, wie wir ihn kennen, gewohnt sind, mögen, so 80er, 90er Jahre, so, ne? Ja, genau. Scheppert schön, ne? Und böse Stimme und so. Doch, also gefällt. Dann haben wir jetzt als nächstes Spanien wieder auf der Liste mit Krim. Und der Song heißt, ich kann das gar nicht richtig lesen, Potzer no hiha final. Das weiß ich jetzt gerade nicht, nee. Krim, doch, die haben ach, hier mit genau dem roten den Cover. Die haben genau den Sound, den wir eigentlich immer bei spanischen Bands befürchten. So, weißt du? Weißt du das noch? Una mañana. So dieses, ja, so ja, schon so ein bisschen poppig, technisch sehr gut. Ruhefreundlich. Technisch sehr gut, sind natürlich alle spanischen Bands. Aber also mir so ein bisschen zu leicht. So, ne? Ja, das war dieses rote Cover, ne? Mit diesen komischen schwarzen Gestalten. Müssen wir nochmal reinhören? Ja, nee, nur reingucken. Ich glaube, ich weiß sofort, was du meinst. Okay, wir gucken nochmal ganz kurz. Ja, wir haben da jetzt nochmal kurz reingehört und jetzt, also ich mochte die Stimme nicht. Also für mich war es auch kein Oi, das war so ein Rock. Kram, also jetzt auch mit diesem Cover und so. Ja, die haben auch so ein bisschen so ein Horror-Thema. Ja, also ich, wie gesagt, ich habe da die Stimme gehört, ich mochte es von vorne, ich mochte die Stimme nicht, also für mich hat sich das eigentlich da alles erledigt gehabt, als wirklich, ja, das ist kein Oi. Ja, was heißt kein Oi, ne? Aber auf jeden Fall nicht unsere Sorte. Nein, Oi, so, ne? Also jetzt ist für mich. Ja, also ich fand das eigentlich, ich habe dann dieses komische Cover gesehen mit diesen übereinander gestapelten Werwölfen und diesem, so habe ich das Cover von hier aus gesehen und mit diesem nicht so Neumond, also nicht Neumond, aber so, ich habe das so als so ein Horrorcover abgebucht und dann mit dieser vermeintlich zu bösen, aufgesetzten Stimme. Also ich mach sowas nicht. Also wenn eine Stimme böse ist, dann ist sie böse. Und wenn nicht, dann halt nicht. Also ich meine jetzt, naja, ich weiß ich nicht, hört euch Pornos da an von Bonecrusher. Das ist nicht unbedingt böse, aber das ist einfach so, das ist so real irgendwie, ne? Und an ja, sowas orientiere ich mich. Und wenn dann sowas so. Und das passt das nächste Lied auf der Liste ganz gut. Weil der Kollege, der hat nämlich wirklich eine harte, böse Stimme, ohne sich verstellen zu müssen. Und es geht um The Divided. Ja. Und der Song The World You're Living In. The World You're Living In, genau. USA, Kalifornien. Ja, also gut, das ist nun wirklich witzig, dass wir jetzt da gelandet sind. Also es ist kein Geheimnis, Raybo ist der Sänger, der ehemalige Sänger von Bonecrusher. Das ist so ein Bandprojekt von vielen ehemaligen Bonecrusher-Leuten. Jetzt Noah, der Drummer, der einfach ein genialer Drummer ist und einer der ersten Gitarristen von Bonecrusher macht da auch mit. Also es ist eigentlich wie ein Bonecrusher-Sound, also eigentlich total genial, meines Erachtens. Also ich feier die Band ab. Also nicht die Band, nein, ich finde nicht alles so richtig cool, so, aber dieses Lied, also The World You're Living In und noch ein, zwei andere Lieder,
Das ist schon so von wirklich richtig von meinem Geschmack. Ja. Und das Ding ist einfach so ein bisschen, dass du merkst schon, dass das Raybo nicht mehr der alte Raybo ist von den frühen Bonecrusher LPs natürlich. So, aber der liefert immer noch richtig, richtig gut ab. Man denkt ja so, oh, was ist denn mit diesem Mann passiert? Also ich habe jetzt Mike, der Basser, hat ja Raybo dann auch wieder mit Mühe und Not wohl so nach Bunkerschahausen zurückgeführt. Ja, im Jahr 2012 hat man das ja auch gemerkt, und der Typ, also Raybo, stand auf der Bühne mit diesem Bunkerscher Erbe und war damit ja völlig überfordert. Also der hat ja ausgesehen wie ein geschlachteter Bär. Also das war ja wirklich fürchterlich. Also irgendwo wahrscheinlich ist irgendwas da passiert zu Hause. Ja. Irgendwie geht's ihm nicht gut. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, genau. Auf jeden Fall liefert er bei Divided ab. So. Genau. Auch wenn er nicht der Alte ist, aber es reicht halt echt. Genau. Stimmlich genau. Reicht das immer genau. Noch. Tier. Einfach nur Tier. Genau, also jetzt so, es ist, also man merkt diesen. Ja, genau. So, man merkt dieses kleine Ding so, ja. Ne, aber er macht das da halt einfach immer noch gut. Ja. Und ich meine, ja. Überhaupt, also jetzt, das liegt natürlich auch daran, dass er da mit diesen ganzen Band, dass er da mit diesen Bandkollegen unterwegs ist. Mit Noah. Ein genialer Schlagzeuger meines Erachtens, und mit dem Gitarristen, dessen Name mir gerade nicht kommt. Egal, wir müssen jetzt auch gar nicht so lange hängen bleiben, weil das ist ja nun mal eine Band, die wir kennen. Und, genau, das und ist die ja ihr nicht, kennt. Das ist ja nicht ganz Sinn dieser ganzen Geschichte. Dann lassen wir mal schnell weitergehen. Die nächste Band ist dann wieder aus Deutschland. Und zwar ist das Drinking Squad mit dem Song False Reality. Daran kann ich jetzt gar nicht und mehr sagen. Da haben wir gleich gesagt, so guter Streetpunk, aber das haben wir, genau den Sound haben wir von Oxymoron schon besser gehört. Die sind das. Ja. So, das war doch unsere erste Reaktion. Ja, genau. Die haben dieses Comic-Cover mit irgendwie so irgendeinem liegen gebliebenen Auto und mit Skinheads genau. Und so, ja. Genau, ne? Also wirklich, kannst du eigentlich nichts aussetzen. Solider Streetpunk, flott, melodiös, alles dabei. Aber ne, das Ding ist halt, ne, es gab schon Oxymoron, und das ist schon so ein bisschen so ein Oxymoron-Klon. Naja, vor allen Dingen, man möchte ja dazu auch sagen, jetzt also ohne mal jetzt so frei von. Wie sagst du es nett? Also ich meine, Oxymoron, ich sag's jetzt, Oxymoron war ja auch wirklich eine wichtige Band. International. Weltweit. Also, Oxymoron hat meines Erachtens wirklich was losgetreten. Das gehört ja auch so ein bisschen noch so zu dieser Smegma-Geschichte. Erst war Oxymoron die Vorband von uns, und dann waren wir aber ganz schnell die Vorband von Oxymoron. Also die haben wirklich, wirklich, wirklich neue Maßstäbe in Sachen Punkrock in den 90er Jahren gesetzt. Genau, also das war. Und das ist ja jetzt auch überhaupt nicht verwerflich, sozusagen so einen ähnlichen Sound zu machen. Nein. So als deutsche Band. Nein. So. Aber. Das ist auch wirklich, das hört sich auch gut an, was die machen, die Drinking Squad. Aber für uns alte Säcke ist das halt auch irgendwie nichts Neues. Nee, genau. Ich so, ja, finde ich nett, finde ich cool, finde ich geil. Und dann meinte Eike so, ja, aber. Jetzt denkt man nach, ja, wie soll ich nachdenken? Ich kann nicht nach, sowas kenne ich nicht. Ja, aber Oxymor, ja, stimmt. Also eigentlich, ja, muss man wirklich sagen, das ist, mögen wir, aber das ist Oxymoron, und Oxymoron gab es schon. Nein, das ist nicht Oxymoron, das nein, ist auch Nein, aber
Ne, aber das ist schon so der Sound, den die damals etabliert haben. Ja, auf jeden Fall, aber zu 100%. Na gut, und dann gehen wir mal weiter in der Liste. Jetzt geht's in den Ruhrpott. Und zwar zu Aggressive mit dem Song No Matter. Ich weiß schon wieder nichts. Hilf mir auf die Sprünge. Die haben so ein ganz... Pause. Jo, also kurze Pingelpause gewesen. Genau, wir waren mal Aggressive aus dem Ruhrpott aus Essen. Die haben auch so einen recht eigenen Sound. Die sind ziemlich hart, ziemlich schnell, ziemlich so auch ein bisschen metallische Gitarre, sehr, sehr harter, kreischiger Gesang. So alles, ne, also die machen ihrem Namen schon so alle Ehre, ne? Das ist schon alles so sehr aggro und nach vorne. Ist aber also nicht so ganz das, was ich bei euch suche, ne? Oder? Wie sieht das bei dir aus? Nein, also überhaupt nicht. Also wenn ich jetzt schon, ich muss gestehen, ich habe schon wieder verdrängt, welche Band das im Einzelnen ist, aber wenn jetzt Eike sagt, das war so ein bisschen wie kreischiger Gesang, also so klassisch Metal-Gesang, no. Ja, nee, kann nicht Metal, aber schon so sehr, sehr geschrien. Ja, irgendwie erinnere mich irgendwie. Mehr Hardcore als Metal. Ich kann das nicht ab, also wirklich, nee. Oh, es gibt so ein paar Oi-Samples, die hier wirklich ausschlaggebend wären für meinen Geschmack, aber das geht jetzt so nicht. Und also sowas gehört nicht dazu. Also wirklich so dieses Kreisch und bla, also dieses Kreisch, Heavy Metal, das mag ich nicht. Ja, nee, so sind die aber auch nicht. Also das hast du jetzt, glaube ich, ein bisschen, das ist schon eher so Hardcore-Geschreie. So. Ja, auch das mag ich nicht. Okay. Na gut, also Aggressive, das sind, glaube ich, gute Jungs, die sind, glaube ich, auch politisch auf der richtigen Seite und so. Aber soundmäßig ist das schon, ja, weiß ich nicht. Also was andere Bands sozusagen so natürlich mitbringen an so Härte und Ausstrahlung, so das weiß ich nicht, das erschreien die sich so ein bisschen. Aber ist nicht schlecht. Also kann man machen. So, dann kommt auch schon die nächste Band und da geht's wieder in die USA. Und das sind die Suede Razors mit Longshot Kid. War, glaube ich, ganz gut. Fanden wir ganz gut, genau. Ja, ja. Ja. Auch so ein bisschen so ein Retro-Sound, ne? Ja. Auch, glaube ich, einigermaßen wenig verzerrte Gitarre. Ja, genau. Ja, genau. Aber das so tut nicht weh, ist nicht schlimm. Fanden wir irgendwie gut, ja. Ja, genau. Das geht fast so ein bisschen in diese Bava-Rock-Richtung zurück. So. Ja, also doch, wirklich. Also hat uns gefallen. Ja. Suede Razors kann man sich geben. Ist halt so Retro. Ne? Genau, also jetzt nichts Besonderes. Also ja. Ja, aber auch nichts, nicht scheiße. Ne? Nee, gar nicht. Aber jetzt auch nicht Highlight dieser Liste. Dann geht's auch schon zum nächsten Song und jetzt können wir wieder ein bisschen mehr erzählen und zwar aus Seattle, USA. Ah. Junto, ja. Mit dem Song Frontline. Ja, also ich dachte ja schon bei dem Namen, das ist so was Südamerikanisches, so komisch Südamerikanisch, habe ich die aber Nordamerikanischer geht's kaum. Genau, wir haben die Herren nämlich auch ansprechen dürfen und hatten noch eine schöne, feuchtfröhliche Nacht mit denen im Jolly Roger, so die haben gespielt im Monkeys Musikclub. Ja, die waren eigentlich ganz angetan, dass wir da waren, weil wir waren ja so ein bisschen so, ja, naja, Gott meint, so ein bisschen East Coast, belanglos. West Coast. Seattle? Westküste? Ja. Also sehr weit oben. Ja, genau. Schon so weit oben, dass schon wieder Ostküste.
Ja gut, aber also das ist ja schon eher so, das ist ja eher, also nicht Kalifornien, sondern nein, sondern so eher so dieses schlechte Wetter und so, das verbindet man dann eher so damit, ja, ne? Genau. Und dann, ich weiß jetzt nicht, also genau, jedenfalls sind wir an diese Leute herangetreten und das waren so richtige Skinheads und das war richtig geil. Gute Jungs. Und also auch der Sound richtig cool. Und dann habe ich gesagt, hier, ey, sag mal Leute, kennt ihr überhaupt Backstreet of American? Oh, diesen Sampler, der, mit dem wir aufgewachsen sind in den 90er Jahren, den müsst ihr ja eigentlich auch kennen. Es geht ja eigentlich nicht, dass ihr den nicht kennt. Ja, aber wer kennt den nicht? Ich sage, was? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Es gibt da einen Song, der heißt Nuke Seattle, also im Sinne von Verstrahl Seattle. Diese Hippie-Sau. Hippie-Stadt. Ja, ja, genau. Also das, der Sampler damals, als der rauskam, da war Seattle ja die Hauptstadt von Grunge. Ja, so. Grunge. So ja, wie ist die Band noch, die Nuke Seattle gemacht hat? Ah, weiß ich nicht mehr. Weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall ging es halt darum, Seattle stand für Grunge und die wollten da ganz gerne die Atombombe draufwerfen. Genau, so ein bisschen so und dann. Und das Geile war halt, Junto kannten den Song überhaupt nicht. Die haben das voll abgefeiert. Und wir so, ey, aber ihr müsst es doch kennen. Und die so, geil, nee, wie so, covern wir. Ja, so. Genau, so, ja, covern wir. Also, Nuke Seattle, oi, oi. Wie heißen die Band nochmal? Weiß ich, komme ich auch nicht mehr drauf. Also den Sampler Backstreet of American, oi. Wer das weiß, Nuke Seattle, von wem der Song ist, schreibt mal bitte in die Kommentare bei YouTube. Da kommen wir jetzt nicht mehr drauf. Nee, genau, auf jeden Fall. Aber ihr seid doch von da und das kann doch gar nicht sein. Doch, aber es kann schon sein, wir kennen den Song echt nicht, aber wir finden es geil. Und waren halt ein bisschen jünger. Ne? Genau, lass uns doch eins saufen gehen und das haben wir dann auch gemacht. Also, das war wirklich angenehm mit denen. Gute Band, wirklich. Geile Band. Leider. Die Location hat da noch so quasi Möglichkeiten, die Location kleiner zu machen, damit das Konzert familiärer wird. Und das musste an dem Abend auch gemacht werden, weil keiner ist leider hingegangen. Ich bin auch nur so ein bisschen überredet worden, muss ich sagen. Jedenfalls, also eine total geile Oi-Band und haben wir live gesehen, Eike und ich, da hier jetzt im Monkeys, ne? Bei unseren Kollegen. Sehr gut. In Hamburg. Also geiles Konzert. Ja, ja. Und auch, Gruß auch mal an Sam, ne? Der macht da wirklich gute Sachen. Genau. Stellt da gute Sachen auf die Beine. Und danach waren wir auch mit denen saufen und alles und das hat gebockt. Und ja gut, die kannten nun nicht aus den 90er Jahren Nuke Seattle, aber schwamm drüber. Geschaut. Gut fanden sie es trotzdem. Ja. Die haben auch was gelernt über American Oi. Ne? Der Deutsche, der bildet die Welt gerne. Ja, also Junto, ne, wirklich wirklich rein. Kann man sagen. Aber ihr kennt die ja wahrscheinlich eh alle. Dann als nächstes hätten wir dann Australien. Mal eine ganz andere Ecke. Und zwar die Band No Class. Mit dem Song Boot Boys. Ah, was war das nochmal? Also ich fand's sehr gut. Das ist so sehr, also Australien hat ja einen sehr eigenen Sound so und die kriegen die Mischung schon sehr geil hin mit natürlich so dieser Motorhead Sound. Ja. Dann hast du da so ein bisschen Rose Tattoo. Es war das Schwarz-Weiß-Foto mit dem Typen, genau. Hier so mit der Zahnlücke. Ja. So ein bisschen Rose Tattoo, so ein bisschen Oi, also so klassischen Oi. Ja. Und das ist eine geile Mischung. Ja. Das ist natürlich, das geht sehr in die Hardrock-Richtung auch, aber das passt und lassen wir da auf jeden Fall durchgehen. Ja, auf jeden Fall. Aber sag mal, wobei haben wir jetzt dieses hier 19, diese Deutschen komplett durchschlüpfen lassen, die eigentlich keine asoziale Band sind, sondern richtige Musiker? Nee, die haben wir doch.
haben wir doch besprochen. Bomber 19. Ja, Bomber 19. Die haben wir besprochen? Ja, klar. Wirklich? Ja, natürlich. Okay, gut. Henno schon wieder blau. Ja, wieder, ey. Aber das Gute ist ja, also No Class, Boot Boys, wirklich, wirklich gut. Anspieltipp, ne? Boot Boys, kann man sich echt geben. Schöne Mischung. Dann kommen wir schon zum letzten Song, Digga. Und endlich. endlich. Ich kann nicht mehr. Ja, du lallst auch schon so ein bisschen. Ja, gut, aber... Und zwar ist das Royal Hounds mit dem Song Two Dogs aus New York City, USA. Alter. Müssen wir nochmal reinhören? Ja. Wir fanden es aber scheiße, glaube ich. So, sorry, wir mussten auch nochmal reinhören, weil wir doch langsam zu blau sind. Konnte uns nicht mehr erinnern. Das ist so ein Retro Sound. Du fandst das jetzt nicht so geil. Mir hat er nicht so gefallen, nee. Also ich fand's eigentlich ganz cool. So. Also auch läuft auch unter dieser Schiene Bava Rock. So, ne? So ein bisschen dieses 70er Glam angehauchte Ding. So. Auf jeden Fall ein krasser Garagensound. So, das schon mal nicht schlecht, so, aber na, muss man mögen, sag ich mal. Ne? Das ist schon echt speziell. So, das ist jetzt kein klassischer Oi, das geht. Nee, gar nicht. Also geht halt wirklich so in diese Retro-Bubber-Richtung. Ja, so mit diesem Garagensound hast du, glaube ich, ganz gut getroffen. Ja. Royal Hounds aus New York. Also schlecht finde ich es nicht. So. Doch, also ich schon. Ja. Ich mag es nicht. Nein. Ja, und dann haben wir unsere Liste jetzt auch abgearbeitet. Ich muss jetzt nochmal wirklich echt hier, Schubi, Digga, vielen Dank, dass du dir echt die Mühe gemacht hast. Ich habe Schubi, glaube ich, vor 2 Tagen oder so angeschrieben. Digga, kannst du uns mal einen Gefallen tun? Ja, wir können nichts davon. Wir hätten überhaupt... Mach uns doch mal bitte so eine kleine... Ohne Schubi hätten wir überhaupt nichts auf die Liste, Reihe gekriegt. So, ja. Ne, so 10 irgendwas Songs. So. Und er hatte sofort Bock und hat uns hier sofort 33 Dinger hingeknallt. Ja, so. Wir hätten da gar nichts von. Und das hat auch echt Spaß gemacht, die durchzuhören. Also vielen Dank, Schubi. Wissen wir sehr zu schätzen. Geiles Ding. So. Aber, also ich mag auch meine Songs immer noch. Ja, genau. Wollen wir denn nochmal so ein bisschen, was halten wir denn jetzt von dem Oi des 21. Jahrhunderts? Ja, da gerne. Genau. Lass uns anfangen. Was halten wir davon? Ist das noch unser Sound? Sind wir da noch zu Hause? Also, holen die neuen Bands uns ab? Also ich halte davon wenig. Naja, also wir haben das ja besprochen, also diese Squadron, diese Band aus England, die fand ich richtig gut und was ich schon... Na gut, also die Bands, die den alten Sound machen, die fandst du gut, kann man sagen. Genau, man ja was so. Ich schon öfter mal hatte, ist, dass ich in Anführungsstrichen konfrontiert wurde mit der Band Noise, ja, kennst du die noch? Ja, Noise. Ja. Ja, ja, klar, diese die Ami. Ist Ami ja auch gar nicht so unbeliebt und da dachte ich immer schon so, das ist mir eigentlich schon auch so ein bisschen zu beliebig und so ein bisschen zu sehr irgendwie Rock. Zu sauber. Ja, so. Zu sauber. Also ich habe mich eigentlich immer mehr und mehr in dieser alten Schiene wohlgefühlt und gesagt, diese saubere Kacke und so, das ist mir alles zu glatt und zu... Naja, aber du hast doch immer mehr Bands jetzt auch hier in der Liste gehabt, die wirklich oldschool sind. So. Ja, genau, aber das wusste ich natürlich auch nicht. Aber also weil ich mich auch nicht... Ja, und auch mehr noch als vor 20 Jahren. Ja, ich habe mich damit auch nicht auseinandergesetzt und gekümmert, aber also ich war eigentlich mehr und mehr dagegen. Also für mich hatte das aufgehört als es so losging mit so deutschen Oi-Bands, wo es nur noch um Gejammer ging und man so, ja, also so wie Böse Onkels, aber nicht mehr ohne mit so böse, sondern nur mit Gejammer. So, ne?
Da habe ich gesagt, so, ach Mensch, ihr Flaschen, ihr wollt irgendwelche Eu-Band sein. Ihr seid einfach nur, naja, also Flaschen. Von daher, das hat sich einfach nur für mich dann erledigt. Ich wollte auch nichts Neues mehr hören. Und ja, so ein bisschen hat sich das bis heute angehalten. Aber das von, also die Sendung von heute fand ich gut. Aber du hast jetzt auch, ich meine, das Ding ist ja, da sind wirklich viele Sachen dabei, die soundmäßig eigentlich wirklich aus der alten Zeit kommen. So. Also du hast da auf jeden Fall wieder so eine Rückbesinnung an den alten Sound. So. Genau, aber sowas das hast du ja definitiv. Sowas kann ich ja nicht wissen, wenn ich mich nicht interessiere. Ja, ja, das ist doch scheiße, ihr Wichser, interessiert mich doch nicht, dann. Ja, du hast ja Anfang der Sendung hast du ja hier The Wretched Ones zitiert. I like the old songs, they kick my ass, bringing back memories from the past. The old songs that blew me away. I can't stand the music of today. Und vor allen Dingen das Geniale war, also ich habe, ich meine, wir sind eh Wretched One Songs, Wretched One Fans, Eike und ich, also auch ähnliche Handy Headache Serie Folge. Und heute hat sich das nochmal bestätigt, da hieß es dann auch in dem Song, also ich habe heute nochmal eine Live-Aufnahme gesehen von 2017, so richtig alt die Knacker, also so richtig schon so wahrscheinlich eher so in den 50ern als in den 40ern. Und sie haben dann noch ihr Ding runtergespielt, der Sänger sah immer noch so aus mit seinem, wie heißt es, Baumfällerhemd, so, ne? Also richtig so, ja, wir sind die Working Class. Working Class, genau. Genau. Da ging es halt auch um dieses Lied Old Songs. Und dieser Abschluss war nochmal zu geil. Ja, und wenn du dieses Lied hörst, nochmal selber in 10 Jahren, dann wirst du haargenau verstehen, was ich meine. Also es ist in diesem Lied geht es um einen Menschen, der sagt, ich mag nur die alten Lieder, I like the old songs, they kick my ass, bringing back memories from the past. Also es gibt nur einen, ne? Und wenn du jetzt ein junger Mann bist oder eine junge Frau und du wirst es einfach verstehen, wenn du in 10 Jahren nochmal unser Lied hörst, was du damals schon abgefeiert hast, und in 10 Jahren wirst du es nochmal verstehen und es ist so. Aber also wir wollen jetzt aber nicht hier Schluss machen und nachdem wir alles schlecht geredet haben. Nee. Also nein. Ey, was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass die Szene ist ja wohl, Alter, so alive wie schon lange nicht mehr. Ja, ne? Zum Glück. Das gibt ja überall in der Welt, gibt's neue Bands, die wirklich Oldschool-Sound machen, ne? die krass sind und die Szene lebt. Das ist, glaube ich, so das große Fazit, was man ziehen kann hier. Ne? Ja. Die Szene weltweit lebt und kocht und das geht einfach voran. So. Und das ist doch geil. Das ist doch erstmal das Gute. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wir müssen nicht alles mögen davon. Ja. Aber ich meine, uns muss auch nicht jeder mögen. Und man hört uns ja auch, damit man so zwei alten Säcken zuhört, die den alten Zeiten nachweinen und sich beschweren, dass die Kids das alle nicht mehr drauf haben. Genau. Und also ein paar Sachen strafen uns ja auch Lügen. Definitiv. Also wirklich. Also da waren auf jeden Fall, danke nochmal an Schubi, paar sehr, sehr schöne Fundstücke dabei, die uns wieder hoffen lassen. Ja, wir können da was damit sagen. Ja. Na gut, aber ich glaube, jetzt haben wir auch genug gelabert.
Wirklich genug. Henno schläft hier nämlich gleich vor sein Mikro ein, weil er so blau ist. Und deswegen sagen wir jetzt auch vielen Dank, dass ihr euch The Podcast immer noch hört. Genau. Wir gucken mal, dass wir jetzt die Frequenz ein bisschen erhöhen mit unseren Releases. Muss man mal gucken, ne? Also Henno hat jetzt er musste jetzt ja unbedingt seinen Haushalt auf einen Schlag von 3 auf 5 hochfahren. Das wird jetzt alles so ein bisschen zeitliches Problem. Ja. Aber stimmt, ja. Wir gucken mal. Wir werden auf jeden Fall sicherlich immer mal wieder Termine finden. Also, wir bedanken uns fürs Zuhören. Ja. Henno? Thank you and goodbye. Und ihr habt ja schon es wird demnächst mal auch mal eine Spezialfolge von Daily Terror geben. Eventuell, seid gespannt. Okay, also wir sind raus, bedanken uns und ciao. Goodbye.